Hallo und willkommen zurück zu Broken Sword. Ja, ich habe jetzt hier gespielt eine Weile. Also was heißt eine Weile? Ich habe halt bis dahin gespielt, wo wir das Problem hatten, beziehungsweise ich habe mir den Schrank halt noch nicht angeguckt. Und jetzt sollten wir darin ja den Schlüssel finden, ne? Da drinnen habe ich eine Flasche Tequila gefunden. Ja, trinken wir das Normalerweise mal. trinke ich keine harten Sachen, aber heute war alles andere als ein normaler Tag. Das kennen wir ja bereits. Widerlich. Nicht nur, dass der Tequila wie Feuer brennt, beinahe hätte ich auch noch den Wurm verschluckt. Dann nehmen Auf wir dem den Teppich Wurm liegt ein auf. kurzes, fleischig-graues Etwas herum. Es ist der Wurm aus der Tequila-Flasche. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt in der Schublade den Schlüssel finden. In der Schublade steht ein kleines dekoriertes Töpfchen. In dem Topf ist... Ah. Oh, okay, verstehe. Das heißt, ich hätte das gar nicht nochmal spielen müssen. Ich hätte mir einfach das Töpfchen, weil das hatten wir ja. Ich habe mir das gar nicht angeschaut. Na gut, war doch mein Fehler, war doch nicht verbuggt, aber jetzt kommen wir hier immerhin raus und treffen gleich im Lobino, hieß der so? Ist er André? Der Spaß, der ihr das Höschen geschenkt hat. So. Ab dafür. Nee, halt, warte mal. Brech das mal. Nein, halt, stopp. Ich schließe die Tür auf. Okay, das heißt, wir könnten jetzt rausgehen. Ich möchte aber mal gucken, ob das hier auch reinpasst. Der Hausschlüssel passt hier nicht. Na gut, okay. Dann gehen wir halt raus. Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobino wiederzusehen, aber Das er glaube ist ich meine dir. einzige Verbindung zu Nico. Ich wollte schon sagen, es Als ist ich im aber Café nicht. ankomme, sehe ich keine Spur von Lobino. Ich werde erst mal einen Kaffee bestellen und auf ihn warten. Ja, das kennen wir ja hier noch. Hier war die Kirche und hier sind wir eingebrochen. So, haben wir hier einen neuen? Kennen wir noch? Ja. Ich hatte zwar kein gutes Gefühl dabei, ihre Handtasche zu durchsuchen, aber ich musste rausfinden, warum wir angegriffen worden waren und wohin sie Nico gebracht hatten. Dass ich dabei auch noch ein Geschenk von diesem Penner André Lobineau gefunden habe, hat die Sache nicht besser gemacht. Hat ihr der Kerl doch tatsächlich ein Höschen geschenkt? Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn verabscheue. Aber er ist leider meine einzige Spur. Und vielleicht hat er sich ja geändert? Nein, wohl kaum. Ich muss Nico finden, bevor sie ihr etwas antun. Okay, dann schauen wir uns gerade. Wir können ins Café gehen. Wir hätten jetzt mit dem sprechen können. Ich habe keinerlei Verlangen, in die Kanalisation runterzusteigen. Das glaube ich. Ich habe keinerlei. Okay. Ich kann nirgendwo hingehen, außer zurück zu Oubliés Haus. Außerdem will ich Lobineau nicht verpassen, also bleibe ich lieber still hier sitzen und warte. Das ist vernünftig. So, was hat der? Ich kann dem Mann sein Fläschchen nicht wegschnappen, solange er hinguckt. Warum sollten wir ihm das denn wegschnappen? Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Hä? Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben entdeckt habe. War ich das? Oh, ich erinnere mich. Ja, sind Sie immer noch bei der Polizei? Nein, nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Meine Freundin. Oh, die junge Liebe. Ja, toujours l'amour. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne, aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug. Okay, und jetzt können wir wieder, wie wir es schon kennen, über eine Menge Sachen mit ihm reden. Fangen wir mal hier an. Doch nicht? Hallo? Redest du nicht mit uns über... Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen. Nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Ach doof. Ist das hier vielleicht einfach nur der Pfeil zurück, dass ich nicht mit ihm reden will? Okay. Haben Sie jemals von einem Professor Oubier gehört? Non, Monsieur.
Der Name sagt mir nichts. Offenbar ist er Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Das liegt ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, Monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so... Ha. Das Bild gerade, was wir von Lobino hatten, das sah, da hatte er dunkle Haare, aber aus dem letzten Teil wissen wir doch, hatte der dann nicht so blonde Haare und einen Pferdeschwanz? Ich weiß ja nicht. Was trinken Sie da? Das ist Wein. Was halten Sie von diesem Pfeil? Ich erinnere mich an einen Fall, in dem das Opfer mit genau so einem Instrument getötet worden war. Das Gift wirkte in Sekunden und sein Körper quoll auf wie ein automatisches Rettungsloos. Ja, lecker. Und da haben wir wieder, dass unser guter George allen einfach zeigen muss, was er dabei hat. Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Was halten Sie von diesem Zettel? Aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Deutung von Handschriften kann ich Ihnen sagen, dass der Schreiber der manisch besessene Typ ist. Wahrscheinlich mit einem ausgeprägten Ödipus-Komplex. Alles klar, danke. Hey, Sie haben fast alles richtig rausgefunden, bis auf den Pferdeschwanz. Seht ihr? Okay, können wir was bestellen? Wir haben immer nachschenken. Er ignoriert mich. Ich bin sicher, das ist Absicht. Na toll. Dann können wir doch sicherlich mal reingehen. Es ist zu schön, um an so einem wunderbaren Sommertag im Café zu sitzen. Außerdem könnte ich Lobino verpassen. Okay. Der Mann schaut immer noch hin. Haben wir irgendwas? Nein, ich muss mir was... Okay. Das will er bestimmt nicht. Möchtest du das? Das will er bestimmt nicht. Schade, schade. Das bringt's nicht. Okay, das hier? Das will er bestimmt nicht. Wie er sich immer vorn rüber beugt. Das sollte ich... Okay, können wir mit einem... Nee, können wir nicht. Das ist es nicht. Ich habe keinerlei... Kannst du bitte mal... Garçon? Schon wieder das Gleiche, ne? Der ignoriert uns einfach, der Penner. Hey, Kellner. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ärmel fertig bedient habe. Ja, danke. Es ist so schön. Okay. Dann warten wir vielleicht einfach noch. Können wir nochmal mit ihm reden? Ich wüsste nicht, was... Okay. Ja, da kommt unser Kaffee. Yum yum. Ein Kaffee. Sehr wohl. Was schüttet dieser Kerl dauernd aus seiner Flasche nach? Absinth. Absinth? Ich dachte, der wäre so gefährlich und in Frankreich verboten. Stimmt beides. Schauen Sie mich nicht so an. Von mir hat er das Zeug nicht. Ha. Ah, aber wer ist das denn? Weil, hä? Wir haben doch den Typen hier bei dem Bild gerade nach Lobino gefragt, aber das ist doch Lobino. Kennen Sie einen Kerl namens André Lobino? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Haben Sie mal von Professor Oubier gehört? Ach so. Oh ja, er hat diese Schauspielerin geheiratet, den Dachshund. Sie sind oft eher gekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Ich verwechsel voll den Professor mit unserem... Weil Lobino, war das nicht auch mal Geschichtsprofessor oder irgendwie sowas? Hä, war da nicht was? Oder war er einfach nur Historiker? Wenn Aubiers Frau ein Filmstar war, warum habe ich dann noch nie von ihr gehört? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood. Ihr Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Schade. Wie ist Aubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Na dann. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Aubier alles riskieren für einen Mord?
Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon. Kennen Sie den Mann da drüben? Das könne sie wohl annehmen. Der ist ihre Stammkunde. War irgendwie voll traurig, oder? Schauen Sie mal, ein vergifteter Pfeil. Oh, ja klar. Doch, der ist echt. Hat meine Freundin innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Wie romantisch. Das klingt, als hätten Sie eine wirklich liebevolle Beziehung am Laufen. Das wäre alles. Vielen Dank. Ach, George. Ach, guck mal einer an. Boah, so, der so. Riesige Füße. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Georgie, stimmt. Normalerweise würde ich dich nicht anrufen. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Du musst mir helfen, sie zu finden. Wieso? In was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Ubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt. Und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Mein Vater lag im Sterben, verflucht nochmal. Ich hatte keine andere Wahl. Naja, ihr ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Der Alte. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Ubier über einen Stein sprechen. Ach ja, diesen Stein hier. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger. Genau, Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, etwas mehr wird er schon wert sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist. Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Ja, aber das ist ja wohl nicht, ne? Also bitte, Nico ist auch in Gefahr, denkt man nicht nur an dich. Ach Mensch, mir tut der Upi so leid da hinten. Gibt er sich immer den Absinth in den Wein, weil er gefeuert wurde. Ach Mensch. Na gut. Was meinst du, was bedeutet die eingemeißelte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht, ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Ja, na klar. Wo hat Nico den Stein her? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Er sieht voll alt aus, ne? Wie kann Nico sich mit dem einlassen? Warum hat Nico den Stein zu Ubier gebracht? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich. Okay. Erzähl mir was über deinen Freund Ubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Na toll. Beschäftigt Ubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rückgrat als du. Du hältst dich für lustig, was? Ich halte ihn auch für lustig. Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glees. Solange wir bei dem nicht auch wieder in Gefahr kommen, bei seinem Freund. Schau dir das hier an, André. Das ist ein Kontoauszug. Ja, von Professor Ubiers Konto. 5 große Barabhebungen innerhalb von 3 Tagen. Alle an einem Geldautomaten in Marseille. Verdächtig, was? Ich halte dich für noch verrückter als früher. Bis später. Adieu, Georgie. Georgie. Schade, ich dachte, wir könnten mit ihm übers Höschen reden. Gleichzeitig einige 100 Kilometer entfernt. Ich habe genug von Ihren Spielchen, Collard. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so? Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier wird Sie zum Reden bringen.
Okay, naja, ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Na wunderbar. Okay. Haben wir einen neuen Eintrag? Nee, haben wir nicht. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich würde sagen, wir schauen uns dann mal um, aber... Der Mann schaut immer noch hin. Können wir den irgendwie ablenken? Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah, oui, natürlich. Als ich noch eine Uniform trug, hatte man Respekt vor mir, aber nun nicht mehr. Oh, mein Herzlüfter, sorry. Aber da hat er doch hingeschaut. Ich schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Ist vielleicht besser, wenn er nichts mehr trinkt. Verzeihen Sie. Was? Haben Sie keinen Einspruch gegen Ihre Entlassung eingereicht? Das wäre zwecklos gewesen. Es stand mein Wort gegen das des Chefinspekteurs. Und der wiederum ist ein enger Freund des Direktors des Grünen Museums, in dem ich Patrouille gehen sollte. Jetzt lass uns doch mal mehr mit ihm reden. Lassen Sie mich in Ruhe. Ach ja, ist ja gut. Kann ich dir keiner noch was sagen? Wünschen Sie sonst noch etwas? Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Na gut. Es ist so schön. Okay, da gehen wir nicht rein. Aber können wir dann hier jetzt lang? Jetzt habe ich eine weitere Spur. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Nee, lass uns mal lieber die Galerie besuchen. Was wollen wir beim Haus? Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber was nur geht mit Kunden. Denen? Okay. Hier könnten wir wieder raus.